Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute Homeworkout ist angesagt und ja, es sind halt beschissene Zeiten gerade. Ich möchte mit meinen Videos, also ich werde jetzt mehr Videos die Woche bringen, nicht immer nur einmal die Woche wie sonst, weil ich möchte euch ein bisschen animieren, zu Hause zu bleiben und zu Hause zu trainieren. Das heißt, es wird jetzt für jede Muskelgruppe sozusagen ein Homeworkout geben, vielleicht sogar mehrere. Je nachdem, wie lange das Ganze geht, müssen wir uns ja an der Schwierigkeit steigern. Und wir fangen an mit ganz einfachen Sachen ohne Geräte. Das heißt, mit Sachen, die jeder zu Hause hat. Ihr braucht nur euren Körper und vielleicht ein, zwei Gegenstände, die ihr wahrscheinlich so oder so in eurer Wohnung habt. Denn Appell an alle, die zusehen: Wenn wir nicht zu Hause bleiben, dann kommt früher oder später mit Sicherheit eine Ausgangssperre. Und ich persönlich habe darauf überhaupt keinen Bock. Okay? Und ich glaube, keiner von euch hat darauf Bock. Deswegen bleibt zu Hause, trainiert zu Hause, trefft euch nicht mit Leuten irgendwo, um zu chillen, mit in größeren Gruppen. Stellt mal Geburtstage und was weiß ich einfach hinten an, einfach aus Respekt den Älteren, den Schwächeren, den Kranken gegenüber. Bleibt zu Hause und so können wir das Ganze einfach schneller überstehen und wir sind schneller wieder in unserem normalen Leben zurück. Aber so viel dazu, genug geredet. Zurück zum Training. Jede Muskelgruppe im Körper bekommt ein einzelnes Video und wir starten heute mit den Beinen. Ja, ihr habt, glaube ich, sehr, sehr wenig Beinworkouts von mir bekommen. Das liegt daran, dass ich durch Breakletics einfach schon jeden Tag Muskelkater in den Beinen habe und gar nicht nochmal zusätzlich Beine großartig trainiere. Aber ich weiß, besonders die Mädels, ihr wollt ein bisschen Beinworkouts haben. Ein Po-Workout gibt es auch noch extra demnächst, aber erstmal jetzt Beine allgemein. Und wir starten auch direkt mit den ersten Übungen. Ich habe ein paar Übungen für euch rausgesucht, die ihr auf jeden Fall gut zu Hause machen könnt. Und mit denen legen wir auch direkt los. Let's go! Okay, aufgepasst. Die erste Übung, die wir machen, sind Squats. Und hier gibt es auch direkt zwei Level für euch. Und zwar entweder ihr macht normale Squats, wenn ihr noch nicht so fit seid. Wenn ihr sagt, normale Squats ohne Gewichte sind mir viel zu leicht, dann macht ihr das Ganze gesprungen. Fast jede Übung, die man so kennt für die Beine, ohne Gewichte könnt ihr gesprungen machen. Zumindest die, die halt in irgendeiner Position sind für die Beine. Und wir legen mal direkt los. Zeigst du jetzt zunächst die richtigen Squats. Verschiedene Squat-Varianten. Wir machen jetzt einmal die Hüftbreite etwas weiter als Hüftbreit aufstellen. Zehenspitzen gehen leicht nach außen und Gewicht geht auf die Fersen, Rücken ist gerade und aufrecht. So macht ihr ganz normal Squats. Ich denke, die meisten kennen von euch Squats. Und die Wiederholungszahl liegt erstmal bei euch. Ihr kriegt noch von mir ein Tutorial, indem ich euch sage, wie ihr am besten trainieren könnt, um eure Muskulatur zu halten. Level 2 Squat Jump. So viel zur ersten Übung. Übung Nummer 2 sind Ausfallschritte. Hier habt ihr jetzt direkt sozusagen eigentlich drei Varianten bzw. vier, die ich euch gebe, wo es immer schwerer und schwerer wird. Variante Nummer 1, ganz normale Ausfallschritte. Heißt, stellt euch den Bein etwas weiter auseinander und wenn ihr jetzt hier das mal ablegt, dann könnt ihr sehen, ihr habt hier das Knie direkt unter der Hüfte, das Becken ist parallel nach vorne, vorne habt ihr 90 Grad. Das heißt, hier habt ihr den Ausfallschritt. Und ihr achtet immer drauf, dass die Beine immer beide 90 Grad haben. Wenn ihr merkt, okay, das ist viel zu leicht, aber ich glaube mir, Leute, wenn ihr richtige Ausfallschritte macht, ist das schon gar nicht so leicht. Wenn ihr merkt aber, das ist viel zu leicht, macht ihr Level 2, gleiche Übung, gesprungen. Bitte macht diese Übung nur, wenn ihr euch schon richtig sicher seid mit den Ausfallschritten. Sonst macht es keinen Sinn, sonst weicht ihr aus in der Hüfte und so weiter und so fort. Nummer 3 ist,
ihr erhöht ein Bein. Das heißt, ich nehme jetzt hier mein Sofa, stelle den Fuß auf und geht jetzt hier. Trainiert jetzt ganz, ganz anders, viel intensiver. Diese Variation könnt ihr auch gesprungen machen. Und glaubt mir, die gesprungene Variante von dieser Übung ballert ordentlich. Das heißt, ihr habt mit den Squat Jumps und dieser Übung in verschiedenen Levels schon ein richtig gutes Workout. Aber wir haben noch zwei andere Übungen, mit denen ich euch so ein bisschen helfen möchte, eure Muskeln zu treffen. Weiter geht's. Okay, weiter geht's. Die nächste Übung geht so ein bisschen mehr noch auf den Po. Vielleicht gar nicht so schlecht. Ihr könnt es so ähnlich vergleichen für die Mädels da draußen, die Hip Thrusts machen. Und zwar legt ihr euch hin, Beine vorne aufgestellt, hüftbreit und ihr geht nach oben. Hier, klar, ihr habt auch, merkt es auch im unteren Rücken, das merkt ihr bei Hip Thrusts auch, aber ihr versucht hier das Gesäß anzuspannen. Ihr legt nie ganz ab und versucht die Spannung zu halten. Darüber hinaus könnt ihr das jetzt auch noch schwerer machen, indem ihr das Ganze mit einem Bein macht. Dadurch habt ihr einfach mehr Gewicht und die Übung ist viel intensiver. Das heißt hier, ein Bein hoch. Beinwechsel nicht vergessen. Arsch ist auf Spannung, Leute. Ja, diese Übung auf jeden Fall auch super effektiv. Habt ihr auch dann Bein-Bizeps noch ein bisschen dabei. Die letzte Übung kennt ihr auch so ein bisschen mehr als Rückenübung, aber geht auch ganz gut ins Gesäß. Und zwar legt ihr dazu einfach euch ab und könnt die Stirn auf die Hände ablegen. So, Spannung halten. Und hebt hier ab. Ihr könnt das Ganze auch einzeln machen, jedes Bein einzeln. Achtet dabei drauf, dass das Bein unter Spannung ist und ihr nicht mit Schwung arbeitet, sondern wirklich versucht hier aus dem Gesäß zu arbeiten. Bei mir ist es bis hier oben unter Spannung. Und dann habt ihr ein schönes Workout. Ja Leute, ich hoffe, die Übungen haben euch weitergeholfen. Ihr habt jetzt schon mal 4 Übungen an die Hand bekommen in verschiedenen Levels und könnt mit diesen 4 Übungen auf jeden Fall die Beine ordentlich trainieren und auch noch ein bisschen den Po. Nächste Muskelgruppe könnt ihr euch gerne mal wünschen, was ihr unbedingt als nächstes haben wollt. Ich werde viel produzieren jetzt in der nächsten Zeit, viel online machen und euch motivieren, zu Hause zu bleiben. Abgesehen von den Workouts überlege ich mir auch noch etwas anderes, wie wir uns noch zusätzlich beschäftigen können. Denn nur eine Stunde oder 2 Stunden Training am Tag füllt ja nicht so einfach den ganzen Tag. Ne? Und da kann man halt noch viel, viel mehr rausholen, denke ich. Und für mich, ich bringe halt nicht nur Unterhaltung für euch, sondern mir ist immer wichtig, dass ihr was davon habt. Und vielleicht gehen wir einfach aus dieser Viruszeit gestärkt hervor und haben einfach noch was erreicht für uns selber. Versucht vielleicht Morgenroutinen zu etablieren, das Training zu etablieren. Ihr habt jetzt Zeit, mehr zu kochen und so weiter. Auf eure Ernährung zu achten. Seht es, klar, es ist eine super scheiß Situation, aber versucht mit was Positivem daraus hervorzugehen und daraus zu machen. Abonnieren nicht vergessen für die weiteren Workouts und wir sehen uns im nächsten Workout-Video, whatever. Piss auf jeden Fall, bis dann. Ciao.